Hey Löwen, Bayer Leverkusen plant im Sommer eine große Umstrukturierung. Auch die Linksverteidigung könnte dabei betroffen sein. Mitchell Bakker fehlt die Konstanz. Sportgeschäftsführer Simon Rolfes hatte erst vor wenigen Wochen angekündigt, dass es bei Bayer Leverkusen im kommenden Sommer einen Umbruch geben werde. Es wird ein anderer Sommer als der letzte. Unser Ansatz, alle zu halten, war ja ungewöhnlich für Bayer. Das ging natürlich zulasten von Einkäufen, sagte Rolfes. Der Umbruch könnte auch die linke Abwehrseite betreffen. Im aktuellen Kader von Bayer Leverkusen ist Mitchell Bakker, auf der linken Abwehrseite die erste Option. Daran hat sich auch durch die Ankunft von Xavi Alonso im Oktober nichts geändert. Der Niederländer leistet sich aber neben dem Platz immer wieder große Aussetzer. So wurde er zum Beispiel für das Spiel gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag aus dem Kader gestrichen, weil er zu spät zum Abschlusstraining erschienen war, er gilt als Sorgenkind. Auf sportlicher Ebene sollen Bayer-Manager mit Bakker unzufrieden sein. Der 22-Jährige ist in dieser Saison äußerst unbeständig. Aufgrund seiner Veranlagung hat Bakker einen Stammplatz im 3-4-3-System, da Alonso wie plus Linksverteidiger für Unmut gesorgt hat, sodass ein Verkauf im Sommer möglich erscheint. Hey Löwen, bevor wir sehen, dass es dieser Linksverteidiger ist, den Bayer will, wenn Sie neu hier auf dem Kanal sind, lade ich Sie ein, den Kanal zu abonnieren und Ihr Like zu hinterlassen, damit Sie die neuesten Bayer 04 Nachrichten nicht verpassen, die wir täglich hier auf dem Kanal veröffentlichen. Lass uns weitermachen. Milos Kerkes gilt dem Vernehmen nach als idealer Ersatzkandidat für die linke Abwehrseite. Der 19-Jährige war erst vor einem Jahr, Winter 2022, aus der U19 von AC Mailand zu AZ Alkmaar gewechselt. In seinem ersten Jahr hat sich Kerkes zum Shootingstar entwickelt, der Ungar überzeugte insbesondere auf internationaler Ebene. Der Verteidiger steht in der UEFA Europa Conference League in 7 Spielen bei 2 Toren und 3 Assists. Kerkes von einem Wechsel nach Leverkusen zu überzeugen, dürfte allerdings kein einfaches Unterfangen werden. Der Linksfuß steht nach Kicker-Informationen auch auf der Liste von einigen Premier League-Clubs. Zudem steht Kerkes in Alkmaar noch bis Juni 2026 unter Vertrag. Die nötige Ablösesumme würde vermutlich deutlich über dem aktuellen Marktwert von 7 Millionen Euro, transfermarkt.de, liegen. Hey Löwen, ist der junge Milos Kerkes ein guter Name für den Linksaußen von Bayer Leverkusen, ja oder nein? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren, was du darüber denkst, denn deine Meinung ist sehr wichtig und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dein Like zu hinterlassen, um weiterhin mehr Neuigkeiten von Bayer Leverkusen zu erhalten.